ich begrüße euch vom 10. Weekend of Horrors in Bottrop. Wir haben es auch dieses Mal wieder geschafft, einige interessante Interviews für euch zu bekommen. Jetzt sitzt zum Beispiel neben mir Mark Rohnstock von Infernal Films und wird uns über seinen aktuellen Film Necronos erzählen und auch über weitere Pläne. Ja, Marc, ich finde es wirklich super, dass du jetzt bei uns sitzt und mit uns sprichst. Vielleicht ganz am Anfang, kannst du unseren Usern einmal deinen Film Necronos vorstellen? Worum geht es in dem Film? Gerne, also Necronos ist ein Fantasy-Splatter-Film. Fantasy sage ich bewusst, weil am Anfang spielt er ja im Mittelalter und auch später wird es ja Tränke geben, die gebraut werden müssen und Zutaten, die besorgt werden müssen. Also sehr Fantasy-lastig mit Hexen, Geistern, Dämonen, Zombies und dem ganzen Kram und natürlich mit ja, sehr gewaltigen Splatter-Effekten, ne? Also spritzt und ja, splattert an allen Ecken und Enden in diesem Film und das Ganze über 2 Stunden lang. Kurz ein bisschen was zum Film an sich. In Necronos geht es eigentlich um einen Hexer, der im Mittelalter gelebt hat. Er hat im Auftrag des Teufels versucht, eine Armee auf die Beine zu stellen. Er braucht dazu eine jungfräuliche Hexe, die dieses, ja, er braucht das Blut von der Hexe, um diese Armee unbesiegbar zu machen. Das scheitert leider. Er wird gefangen genommen, wird zu Tode gefoltert, verbrannt, zack, gevierteilt und was weiß ich was noch alles. Und kommt dann in der Gegenwart wieder, nachdem er jahrhundertelang in der Hölle seine Wunden geleckt hat, als Dämon zurück und möchte dann diesen Plan in der Gegenwart, also in der heutigen Zeit, noch einmal versuchen durchzuführen, ja, für den Teufel. Ihm wird ein Diener zur Seite gestellt, auch aus der Hölle ein Blutdämon, den wir Goran genannt haben. Goran, genau. Und ja, er hat auch immer wieder so Kontakt zum Teufel durch seine Truhe da, ihr habt es ja gesehen. Und ja, er wird vielleicht die Auserwählte finden und vielleicht wird er auch Erfolg haben. Du hast kurz über die Splatter-Effekte in den Film gesprochen. Ganz kurz allgemein, was sagst du zu modernen CGI-Gore, sonst was Effekten? Oder bist du mehr auf der Oldschool-Handmade-Effekt-Schiene? Also das definitiv Oldschool-Handmade, das ist genau das, was ich eigentlich am meisten mag. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, was CGI-Effekte angeht, wenn sie wirklich gut gemacht sind. Ich spreche jetzt von Hollywood-CGI-Effekten. Und also in der Independent-Szene, sage ich mal, ist es schwer, solche Effekte zu machen. Ich sage mal, ein Blitz oder so ein Muscle-Flash von einer Pistole, das ist überhaupt kein Thema. Das muss über CGI geregelt werden. Aber ich sage mal, in der Independent-Szene hat man einfach nicht das Geld, um einen ordentlichen CGI-Effekt zu machen. Auch mal, ist klar. Aber wenn man die Leute nicht hat und man lieber selbst so ein bisschen rummatscht und selbst Abdrücke machen möchte und gerne, ich sage mal, mit viel Kunstblut arbeitet und nicht künstlichem CGI-Blut, ja, dann ist das immer noch der beste Weg. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich liebe es, selbst Abdrücke von Körperteilen zu machen, Köpfen, Armen, Händen, Beinen, also von der Nasenspitze bis zum kleinen Fußzeh, das alles selbst nachzubilden. In meinen Augen wirkt es einfach immer noch realistischer, es sei denn, wir sprechen wirklich über Hollywood-CGI. Wenn wir gerade bei den Effekten sind, was war für dich irgendwie der aufwendigste, der schwierigste oder einfach der geilste Special Effekt? Also es gab einige sehr gute. Ich denke da an den Kim Sonderholm, der hat eine Machete in den Kopf bekommen und dann wurde ihm so die Kopfhaut abgezogen und der Schädel aufgebrochen und der Goran hat ihm dann diese Zirbeldrüse entfernt. Der war schon sehr aufwendig, das hat sehr lange gedauert, das aufzuschminken mit diesem künstlichen Gehirn, mit diesem künstlichen Schädel. Das ist mit einer meiner Favoriten, natürlich auch die Fehlung mit Luna B. Das war wirklich ganz toll, dass sie das so alles so problemlos mitgemacht hat. Es war ganz toll, mit ihr zu arbeiten am Set. Diese Fehlungsszene, ich sage mal, das ist mit eine der spektakulärsten. Nichtsdestotrotz ist der absolute Favorit die Schulterspaltung, die ich an unserem eigenen Produktionsdesigner
vorgenommen habe. Hat er sich verdient. An so einem Filmset werden ja generell so, ich sage mal, alle, die so helfen und so, dann nach und nach verwurstet. Und irgendwann war auch er an der Reihe, ja, und wird dann vom Berserker, der vom Produzenten selbst, nämlich von meinem Bruder, dem Lars Wohnstock, gespielt wurde, wird er in so zwei Hälften gespaltet. Und ich meine, es waren gut 3 Stunden, bis dieser Effekt dann wirklich aufgeschminkt war. Das wurde ja am Mann aufgeschminkt und alles handmade, und er hat tapfer durchgehalten. Irgendwann taten ihm die Beine weh, fing an zu jammern. Wir haben ihn alle motiviert. Er hat tapfer durchgehalten, also Respekt generell an alle, die leiden mussten. Ganz toll von jedem. Es gab überhaupt kein Gezeter oder sonst irgendwas am Set. Deshalb nochmal einen großen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, an die Darstellern, an die Crew. Wenn wir von der Effektszene reden, wirklich vom Anfang, quasi von der Ankunft am Set bis zur Red Party, wie lange dauert das wirklich, bis der Effekt 100% im Kasten ist? Im Schnitt so. Also wenn der Effekt erstmal angeschminkt ist, muss es relativ schnell gehen. Mhm. Hat man es einmal verhauen, dadurch, dass man schon mal Blut gepumpt hat und es fängt an, sich abzulösen, aufzuweichen, dann muss das Ganze nochmal gemacht werden. Das versuchen wir zu vermeiden, deshalb bauen wir oft schon mal oder probieren an uns selbst schon mal einen Effekt aus, damit wir wissen, wofür die Reise später hin. Und dann bringen wir das erst an den Mann an, ne? Und dann wissen wir genau, was wir tun müssen. Und dann haben wir auch ein gewisses Zeitfenster und dann wird gepumpt. Aber ich sage mal, sobald der Effekt steht, ist es ein Bruchteil von Sekunden. Ich sage mal, für 3 Stunden Schminken bei so einem Schultereffekt, wir hatten ja Leute in der Maske, die da teilweise 4 Stunden oder 5 Stunden drin waren, gerade zum Teufel mit Applikationen oder sonst was. Das musste ja auch lange halten. Aber so ein Splatter-Effekt dauert 3 Stunden und geschossen wird 30 Sekunden. Und direkt im Anschluss, damit nichts verrutscht oder sich sonst irgendwas ablöst. Ne? Und ich denke mal, wenn man independent-mäßig arbeitet mit so vielen Effekten, dann passiert am Set sicher auch irgendwann einmal, wo man nachher sagt, boah, das war irgendwie wahnsinnig lustig und vielleicht gibt es irgendwelche Geschichten, die du uns gerne erzählen würdest, was am Set passiert ist. Ja, gerne, gerne. Also von den Zombies, die sich totlachen mussten, haben so viele, weil die mussten natürlich alle stöhnen und so machen, und da haben sich die Leute erstmal weggeschmissen. Wir kamen teilweise aus dem Lachen nicht mehr raus. Also das war echt toll. Waren viele Laien dabei, viele, die das erste Mal vor der Kamera standen. Wir hatten dann später nochmal einen Zombie-Dreh und da haben alle von Anfang an sofort ihre Rolle drin gehabt. Immer wieder gibt es natürlich auch einen Lacher, wenn einer so einen ganz schrägen Ton raushaut. Wir haben jemanden in einen Zombie verwandelt, der lag auf dem Tisch. Und der Tisch ist umgefallen und er hatte so das Bein noch drunter. Also es ist so viel am Set passiert. Es wäre einfach zu viel. Wir haben ein ganz tolles Behind the Scenes jetzt fertiggestellt, erst jetzt 2012. Es hat lange gedauert, alle Szenen auszuwerten. Und da sieht man dann auch wirklich Outtakes und was es auch für einen Spaß gemacht hat, hinter den Kulissen zu arbeiten, wie viel doch gelacht wurde. Das muss man einfach in so einem Behind-the-Scenes sehen. Es würde einfach viel zu lange dauern, jetzt da noch mehr so lustige Dinge zu erzählen. Wollte ich mich jetzt auch nicht wirklich konkret... Mir fallen zwar ein paar ein, aber ja, ich schlage vor, schaut euch das Behind-the-Scenes. Wo wird man das zu sehen bekommen? Nun, wir hatten es eigentlich vor, von Anfang an mit auf eine DVD draufzupacken, als die ersten Rechte verkauft wurden. Nur da war es noch gar nicht fertig, da war das alles noch auf, ich glaube, 15 Bändern, also 15 Stunden Rohmaterial, nur an Behind the Scenes. Und das haben wir einfach nicht mehr geschafft, weil der Film einfach auf den Markt musste, so schnell wie möglich. Also wo es das jetzt zuerst zu sehen gibt, ist natürlich hier. Auf der Weekend of Horrors 2012 haben wir es das erste Mal jetzt präsentiert. Das hat noch niemand zuvor zu Gesicht bekommen. Und jetzt warten wir einfach mal und werden auch mit den Distributoren der Reihe nachsprechen und ihnen mitteilen, dass es jetzt auch ein Making-of entsprechend zur Verfügung gibt. Eventuell wird auch eine, mal zu Werbezwecken wird es mal was auf Facebook geben, aber das ist dann mit diesen Promo-Imprints oder sonst was. Mhm. Weil die Darsteller warten doch schon sehr lange drauf, auch mal zu sehen, wie es hinter den Kulissen war. Wir wollen es eigentlich niemandem länger vorenthalten. Und wie gesagt, wir werden so schnell wie möglich mal gucken, dass wir irgendwie mit den Distributoren was hinbekommen, dass die Leute auch an dieses Zusatzmaterial rankommen. Apropos Distributoren, euer Film ist jetzt aufgegriffen worden von Trauma für den Vertrieb in Amerika und Kanada. Wie denkt ihr darüber? Was ist das für ein Gefühl für euch?
Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil Troma, wie sie schon sagen, almost 40 years of independent, ist natürlich ein tolles Ding. Einen Rechteverkauf oder ja, eine Distribution über Troma zu bekommen. Ja. Also als wir das gehört haben, haben wir natürlich alle auf dem Boden gelegen und haben erstmal nur gekunst und uns sehr gefreut darüber. Ja. Ist natürlich eine tolle Sache. Also für uns ist es mit das Größte, was uns in unserer Laufbahn bei Infernal Films 1 passiert ist. Das ist eine ganz tolle Sache und wir sind stolz drauf, bei einem, ja, dass das Necronos von einem Label wie Troma vertrieben wird. Wie schaut das für euch aus? Habt ihr schon Pläne für eine Fortsetzung oder für einen neuen Film? Wir haben lange über eine Necronos-Fortsetzung gesprochen. Es war aber so aufwendig, der ganze Kulissenbau und das alles, dass wir gesagt haben, wir warten. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht mal eine Fortsetzung geben wird, aber jetzt im ersten Step nicht. Wir planen derzeit ein neues Projekt, haben auch schon etwas dazu gedreht, aber das ist alles noch so in der Pre-Production-Phase. Den Titel verrate ich schon ganz gerne, der wird heißen The Curse of Dr. Wolfenstein. Nur um was es da geht, das muss ich noch ein ganz kleines bisschen geheim halten. Vielleicht kleiner Teaser? Irgendwas? Es gibt schon einen ersten Teaser mit ersten Szenen, der ist aber nur ganz kurz, ich glaube 30 Sekunden und er verrät wirklich gar nichts. Er zeigt halt nur ein bisschen das, was man so sehen will. Aber im Vorfeld will ich mal noch nicht zu viel verraten. Es soll ja spannend bleiben, wie immer bei uns. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ich denke mir, alle weiteren Infos zum neuen Film liest man dann auch bei uns auf dvdforum.at. Oder? Pause. Vielen Dank.